MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Voran auf, das Spiel beginnt. Und damit herzlich willkommen. Vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns wieder auf der Karte Köln, auf dem Addon Köln. Der liebe Patrick, der hat sich mal die Rücktour gewünscht, der Linie 132 von der Frankenstraße in Mechenich zum Breslauer Platz, respektive zum Hauptbahnhof. Wir fahren die Tour allerdings nicht mit diesem komischen, Citaro, sondern mit einem MAN A40, der auf der Linie tatsächlich auch so oft unterwegs ist, von der Schilling-Gruppe. Ich würde sagen, wir lassen die Leute mal rein. Komm, Jung. Der Oma, ja, passt auch besser. Ja, Oma ist schon eingestiegen. Ja, der passt wirklich besser. Ich war auch am Überlegen, ob ich die AI-Liste anpasse und die da reinpacke. Werde ich vielleicht bei Zeiten auch irgendwann machen. Es sei wieder dazu gesagt, hier auch alles, was ihr hier farblich so seht, das kommt von der SimNews-Mod, wird nicht mit dem Add-on mitgeliefert. Oh, wir haben auch direkt Abfahrt. Sollte vielleicht noch den Gang reinmachen. Ja, und Gerd und Benny und Nick sind auch mit dabei. Die gucken zwar nicht zu, aber Wollte gerade sagen, wann kommt's denn? Für den Unterhaltungswert. Genau. Hallo, mich hat man ja schon gehört. Einmal nach ganz unten, bitte. Und nicht wundern, Benny und ich, wir spielen LS19 im Hintergrund. Genau, so wenn die Kiste jetzt mal mit dem Vorratsdruck und so hier aus dem Quark kommen würde. Das ist beim A40 normal. Ja, dann bauen wir mal schnell Vorratsdruck auf. Ich hasse das. Hinter mir staut es sich. Alles wie immer. Weißt du, und in der Realität würden sie alle vorbeifahren. Ja, so, jetzt sind wir dran vorbei. Oh, hier schön, bei Sonnenuntergang. Nächste Haltestelle. Engeldorfer Hof. Engeldorfer Hof. Machen wir auch Licht an, damit wir was sehen. Ja, aber selbst bei Nacht ist in Köln mehr los. Ja, wohl wahr. Huch! Huch klingt immer gut. Alter, steht die Sonne tief, ey. Das hier war wahrscheinlich der einfachste Teil der Karte. Einfach ein paar Feldtexturen rein, eins blind, fertig. Hm. Ich habe angeblich wieder einen Unfall irgendwo verursacht. Aha. Die Ampel sehen. Ach, die Ampel musst du nie sehen. Wofür? Ja, doch. Die Rücktour ist auch von der Haltestellenanzahl etwas kürzer als die. Ja, weil du am Anfang eine andere Strecke fährst. Ja. Kriege ich heute noch grün? Das wäre so wunderschön. La la la. Danke. Das sind Ampeln, für die musst du singen. Dann würden die bei manchen Leuten nie grün werden. Das ist ja nicht mein Problem. So, Aufi, Engeldorfer Hof. Ba ba da da da. Engeldorfer Hof. Ba, 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 ba.
Und mal gucken, was hier jetzt so abgeht hier, ne? Wir haben also Sonntagnachmittag. Nicht ganz die reale Zeit, weil ich ein bisschen vorgestellt habe, aber reales Datum und so. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht doch in Köln bestimmt die Post ab gleich. Du. Da sind jetzt gleich mehr Fußgänger als alles andere. Wovon träumst du nachts? Sag ich nicht. Aber die ist, so früh bin ich 1,14. Aber die ist, will da hinten noch einer rein oder einer raus? Oder? Warum willst du... Hä? Nee, will keiner raus. Ach nee. Das ist ja nur die Bestätigung, dass ich abfahren darf. Nächste Haltestelle. Auf der Freiheit. Wobei ich glaube, die Schilling-Gruppe ist gar nicht mit einem A40 unterwegs, sondern mit einem modernen A23. Teilweise auch Euro 6. Aber macht ja nichts. Haben wir halt jetzt gerade nicht. Ja, aber trotzdem, der A40 passt besser als... Ja, wesentlich. Citado. Wesentlich. Wie gesagt, also... Kaum noch unterwegs, die Kisten. Was gucke ich euch eigentlich an? Ihr wollt doch eh kein Ticket kaufen. Ihr könnt ja nicht mal Hallo sagen. Ach ja. Nächste Haltestelle. Am Kölnberg. Am Kölnberg! Ja, Mann! Da ist er wieder. Oh, hier eine Fußgängerin. Das ist schön. Ich habe das Gefühl, man hat mit Meschen nicht angefangen zu bauen. Weil hier hat man auch an die Fußgänger gedacht. In Köln wurde es dann zu viel Arbeit, wa? Ja. Möglich, ich weiß es nicht. Ja, es gab auch Kommentare. Ja, das hat bestimmt mit der Performance zu tun. Ja, das hat mit der Performance zu tun. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen, aber man hätte wenigstens ein bisschen was an Fußgängern machen können. Und für den Rest gibt es ja zum Beispiel auch Pappkameraden. Das sieht zwar auch nicht schön aus, aber das macht die Plätze auf jeden Fall wesentlich belebter, als wenn da überhaupt nichts los ist. Ja, also das hätte ich besser gefunden. Ja. Und auch wenn man wegen den Zügen und so, dann lieber schon... Die hätten ja nur da im Hafen, am Bahnsteig stehen müssen. Ja, Static Vehicle. Ja, genau, richtig. Hätte man sich ein bisschen Mühe machen können. Wobei, du hättest auch ruhig hier den Doppeldecker oder so, hättest du ruhig auf die Strecke setzen können am Hauptbahnhof, dass da überhaupt was passiert. Oder die 423 zum Beispiel. Oder Talent 2. Oder Talent 2. Gibt es den für Omsi? Ja, der ist, glaube ich, bei Wuppertal mit dabei. Ja, da muss man aber dann wieder gucken. Aber da hätte man dann sprechen müssen, zwecks mitliefern oder sonst was. Ja. Aber halt der Doppeldecker, der ja auch zum Beispiel auf Ruhrau benutzt wird. Ja. Man hätte es etwas belebter darstellen können, ja. Müssen, nicht können, müssen. Ja. Ich kriege auch permanent die Meldung, dass ich jemanden platt gefahren habe. Dabei läuft hier gar keiner lang, den ich platt fahre. So. Beides zu da. Dingens kaufen. Du kannst ja mal am Heumarkt jetzt aufpassen. Ja, wegen der Verkehrsführung, ja. Das
Das ist mir aber auch nur aufgefallen, als ich dein Video gesehen habe. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Traurig genug. Ich habe da aber auch nicht so genau hingeschaut. Ja, weil du hast dich ja am Heumarkt einmal umgesehen. Ja, ja. Da fiel mir dann auf, dass die total in die falsche Richtung fahren. Straße. Ach Gerd, das muss so. Ach, darum auch keine Fußgänger wegen den Falschfahrern. Ach so. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass die nicht überfahren werden können. Ah, jetzt verstehe ich. Wir haben in Köln ist Ausgangssperre. Das hat folgenden Grund. Wenn keiner draußen rumläuft, kann sich niemand verletzen. Mhm. Oh, hier stehst du und stehst du und stehst du. Danke. Rein geht's Richtung Rondorf. Ja, hier kommt gleich ja diese Bodenwelle of Death. Da kommt der Kollege. Hallo Kollege. Tschüss Kollege. Drüber gesprungen oder? Ja, ja. Hier, Straßensplein, völlig kaputt, da stimmt was nicht. Hieß es nicht in dem ersten Update auch Terrain-Anpassungen? Hat er da wohl nicht hingeguckt? Warte mal, ich guck nochmal nach. Ja, du hattest Terrain-Anpassungen gesagt. Ja. Jungs, hier ist 50, nicht 10! Ja, den, ja, so. Dem bin ich natürlich jetzt reingedötzt. Ich drück mich da mal an dir vorbei, aber ich hab den auch nur ganz leicht angestupst. So nach auf kölsche Art. Mhm. Ah ja. Bin nur angestupst. Aha. Weißt du, in Wirklichkeit fliegt er gerade voll über die Karte. Nee. Mhm. Ah, hier, die Haltestellen in Köln machen auch Werbung für. Weiß ich nochmal. Wow. Brandneue Simulator-Highlights. Sie machen Werbung für Aerosoft. OMSI 2, Train Sim, Flight Sim. Ja. Kann man machen? Was? Wieso habe ich denn. Alter! Was denn? Fahrplan stimmt hier aber auch nicht. Ich hab jetzt gerade schon plus 3 gehabt, ey. Ja, du fährst, Moment, hast du das neue oder das alte Ibis? Neues Ibis. Ja, das ist da aber andersrum, ne? Ja, ich weiß. Ich bin viel zu früh. Ja. Ist schon klar. Deswegen frage ich mich ja, wie kann das sein?
Ja, wenn du da Vollgas gibst, kein Wunder. Ja, ich bin jetzt da ein bisschen geheizt, aber das ist schon krass. Aber irgendwie so hatte ich auch auf der anderen Tour das Gefühl, dass hier im Außenbezirk Rondorf, Meschenich der Fahrplan sehr entspannt ist. Außerhalb von Köln gehen die Uhren halt anders. Ja, das stimmt wohl. Du hast ja echt mal voll keine Ahnung. Toll, gleich wieder zum Hotel. Ja. So, komm, Bulli, gib mir das Weiße. Okay. Hast du jetzt auch alle Mods aktiviert, die du bei mir gezogen hast? Ja. Okay. Nächste Haltestelle. Rondorf. Schon Weizen geerntet? Rondorf. Ja. Hat sich gelohnt, ne? Ja. So ein bisschen. Also bei mir waren es knapp 6 Millionen Liter, die ich geerntet habe. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Ich habe aber tatsächlich auch nur ein Feld mit Weizen gehabt. Ach so, okay. Ja, da fällt es nicht ganz so auf. Ich habe es auf allen Feldern angebaut. Kerl, worauf wartest du? Wow, der eine fährt durch den anderen durch. Der Linksabbieger steht hier und der geradeaus fährt, rast einfach knallhart durch den Linksabbieger durch. Er wartet auf besser Wetter. Wow, der Linksabbieger und der Gegenverkehr kollidieren auch einfach. Das interessiert die gar nicht. Mhm. Die achten da gar nicht aufeinander. Das ist aber eng hier. Oh, Zuckerrohr hat eine sehr lange Wachstumsphase. Stelle ich gerade fest. Ja, ich glaube, ich muss doch nicht zum Hotel fahren. Wie, wo? Ach ja, da habe ich mich tatsächlich unerlaubt vom Unfallort entfernt, richtig. Rondorf. Hallo, ich halte hier. Soll jetzt noch einen Kilometer vorfahren, dass ihr das checkt oder was? Da wollt ihr gar nicht mit. Die stehen zum Einstieg eigentlich bereit, wollen aber nicht mit. Ja, dann fahrt halt mit der 131 Richtung Sülz. Ja, egal. Na, Pech. Wisst ihr euch. Zuckerrohr braucht 2 Tage zum Wachsen, Benny. Okay. Ja, dann habe ich gleich genug Gülle, das kann ich gleich jede Menge Gülle zum Dünger umwandeln. Ja, easy, 2 Tage geht doch. Ah, komm. Steig noch ein bisschen. Hallo, ihr steht doch alle bereit, als würdet ihr mitwollen. Gut, wegen 1 Euro fahre ich jetzt nicht runter zum Hotel. Nee. Das rechnet sich. Dann fahrt ihr halt nicht mit. Ach lol. Der Volvo hat Licht drin. Kann sein, ja. So ein rotes, also wenn du draußen das Licht anmachst. Ah, jetzt kommen hier die Vogelwege wieder. Oh, die Fahrgäste stehen rum an der Haltestelle? Aha, ihr bewegt euch und steigt ihr auch jetzt ein. Ja, sehr schön. Mm-hmm.
Ach, so schön in der Abenddämmerung. Köln könnte so schön sein. Ah, hier stimmt auch was mit der Matrix nicht. Wenn du den Bremer Bus fährst, die wechselt da nicht richtig. Die Standardmatrix nimmst, da wechselt er nur zwischen 132 und bla. Aber ich glaube, der Bremer MRN kann das nicht so. Ja, ich glaube es. Aber ich, nein, ach, ich, wählen wir doch mal die andere Innenanzeige. Ach, ich dachte, du meinst außen. Nee, innen. Ach so, da habe ich keine Ahnung. Ey, warum will der denn hier abbiegen? Ey, du hast doch gar keine... Ja, fahr jetzt auch. Dann lass es halt sein. Ach, der fährt nur bis Rondorf. Ja, und jetzt fährst du, Penner, und fährst mir in die Karre. Da bist du bescheuert, du Knallidiot. Ich fahr... Deswegen sind wir hier geblieben. Ich warte extra, er wartet. Ich fahre ein Stück vor und warte, er fährt ein Stück vor und wartet. Ich fahre über die Kreuzung, weil er nicht fährt. Und dann gibt er Gas. Du Penner, ey. Aber ist egal, ist eh ein hässlicher Citaro, den ich dir da zu Short gefahren habe. Hoffentlich ist das Ding jetzt klump. Hochkirchen, Lindenweg, Wasserwerk. Arnoldshöhe, ja, richtig, Gerd. Haltestelle heißt Arnoldshöhe. Mhm. Auf der Rückfahrt sagt er auch Arnoldshöhe. Und im Fahrplan steht. Weg. Straße, wenn überhaupt. Ja, oder Straße? Nee, Arnoldshöhe steht da jetzt. Auf der Rückfahrt. Okay. Dann hieß sie in echt anders. Nö, auf der Gegentour hieß sie Arnoldstraße. Ja, aber in echt heißt sie anders. Ja, wie denn? Bei Google Maps bestimmt, 100%. Guck doch einfach, Linienfahrplan 132. Scheiße, ich hätte da abbiegen müssen. Fahr mal hier durchs Haus. So, wo bist du jetzt? Ich bin noch in Rondorf. Guck doch einfach Linienfahrplan 132. Da stehen alle Haltestellen drauf. Dann weißt du, ob das Arnoldshöhe oder Arnoldstraße ist. Ja, Ecke Bonner. Arnoldshöhe. Ja. Dann ist Arnoldshöhe doch richtig. Ja, wir hatten aber woanders irgendwo ja. Wir hatten auf der Hintour, wenn du aus Köln rausfährst, hieß es Arnoldstraße. Das war okay. Das. Ah, okay. Und da hast du auch noch gesagt, das heißt doch Arnoldshöhe. Das war gestern, hallo? Ja, genau. Vorgestern. Vorgestern sogar, genau. Noch schlimmer. Nächste Haltestelle. Wasser. Ich bin das, was du nie werden wirst. Senil. Nee, alt. Ja, offiziell ist er ja schon alt. Ach ja, stimmt ja. Na super, jetzt regnet das auch noch hier. Das ist doof. Ja, kannst du nicht ernten im Regen, ne? Mhm. Das stimmt, das ist doof. Ja, ja. Jetzt hat man aber auch mal so ein bisschen den Vergleich zu Köln im Sommer,
so sind wir ja die Tour vom Breslauer Platz nach Mechelen gefahren und jetzt halt im Spätherbst, im November. Oh, am Wasserwerk wollen welche mit. Uiuiui, euch habe ich gar nicht gesehen. Jetzt muss ich ja einmal um den halben Verteiler fahren, ey. Nächste Haltestelle. Arnoldshöhe. Ja, Arnoldshöhe, genau. Und da gucke ich jetzt gleich, ob auf der anderen Seite immer noch Arnoldstraße steht. Er kämpft wieder mit seinem Lenkrad. Ja. Ever. Immer. I love you, love you, love you. Es ist viel passiert. Oh, oh, nichts bleibt mehr gleich. Es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Ey, oh, ey, oh. Hey, es hört auf zu regnen. Yeah. Aber da doch irgendwann mal was. Ich wollte mir gerade schon ein neues Paket Salzstangen nehmen. Nee, ist nicht überhaupt. Nee, auf der Autobahn möchte ich nicht, danke. Okay. Was denn? Also die kurze Bahn auf der 8. Eine kurze Bahn sind über 60.000 Liter. Was? Eine Ausfahrt zu früh genommen, ey. Gerhard? Mhm? Wie viel willst du da bitte rausholen? Das sag ich dir gleich. Wie viel ich da raushole? Ich muss nur gerade mal meinen Tandem-Anhänger hier, meinen Tandem-LKW entleeren. Ja, da kommen ein paar Literchen, glaube ich, zusammen. Ja. Habe ich da jetzt einen angedötzt, dass die alle raus wollen? Natürlich hast du einen angedötzt. Ja, habe ich. Das war doch wohl eine rhetorische Frage, ja, oder? Ja, ich habe mitten auf dem Grünstreifen wenden müssen, weil ich eine Abfahrt zu früh genommen habe im Verteiler. Ah ja. Das war ein bisschen doof. Boah, ist hier auf der Bonner Straße jetzt aber los hier, ey. Thank you.
Nee, jetzt sagt mir nicht, der kann. Oh, kann es nicht abladen. Wieso? Der Anhänger ist nicht dafür ausgelegt. Wow. Wie oft müsst ihr es damit abladen? So, also hier auf der Rücktour steht auch an der Haltestelle Arnoldshöhe und drüben steht auch Arnoldshöhe. Ich meine, es wäre eine andere Straße gewesen. Nein. Ich habe vorher noch mal in die Aufnahme geschaut. Das war Arnoldstraße. Okay. Ja, vielleicht, nein. Vielleicht gab es da ein kleines Update. Was das behoben hat. Aber es war Arnoldstraße. Das ist aber doof, dass der das nicht kann. Nächste Haltestelle. Leiboldstraße. Leiboldstraße. Mhm. Dann gucken wir doch noch mal. Was? MEQ sogar. Airport Berlin-Brandenburg ist eröffnet. Für Flight Simulator oder sowas. Auf jeden Fall auch von Aerosoft gepublished. Ach, schön hier. Nächste Haltestelle. Geldestraße. Ja, der Linienweg ist tatsächlich etwas kürzer. Wir sind jetzt Geldestraße. Genau, Bonner Straße Gürtel, Cäsarstraße. Ja gut, er fährt da jetzt auch anders. Mansfeld. Dann kommt Marktstraße. Bonnerwall, Klotwigplatz, Severinskirche. Rosenstraße, ja, Severinstraße, Weidmarkt, Heumarkt, Breslauer Platz. Ja, es gibt extra Auflieger für Zuckerrohr. Übrigens mein alter Schulweg mit dem Schultaxi hier, die ganze Bonner Straße runter vom Bonner Verteiler. Und dann auch Klopmichplatz vorbei und Rosenstraße durch. Sowas merkst du dir? Naja, wenn du die Strecke jeden Morgen 5 Jahre lang fährst mit dem Schultaxi, dann das merkst du dir. Das ist wohl wahr. Besonders wenn du auf der Bonner Straße morgens dann auch regelmäßig im Stau gestanden hast. Ja, und deswegen zu spät gekommen bist. Nee, wir sind ja schon frühzeitig entsprechend gefahren. Aber das sind dann halt so prägende Dinger, immer Stau auf der Bonner Straße. Und was auch schön war, was ich nie vergessen werde, Unfall auf der A555. Und wir stehen im Stau. Fast 14 Kilometer, nichts ging mehr, Vollsperrung. Und wir standen mit unserem Schultaxi genau hinter der letzten Auffahrt, die noch frei war. Abfahrt. Das ist blöd. Ja. Haben wir dann den Schultag im Auto verbracht. Ernsthaft, den kompletten? Ja. Ist da einfach nur doof rumgesessen, oder was?
Ja, wir haben rumgesessen, wir haben Spiele gespielt. Unser Taxifahrer war für Stausituationen und sowas immer ausgestattet mit Brettspielen und Quartett und sowas im Kofferraum, was er alles hatte. Also er war immer ausgestattet. Er war gut ausgerüstet. Wobei, das finde ich dann auch wiederum gut. Dass das dann nächste Haltestelle noch welche gibt, die das machen. Ja, da hat er mitgedacht. Er war aber auch herzensgut. Einmal neu starten. Ah, was? Neue Mod für einen Farming Simulator reingemacht. Schon wieder? Ja. Ja, ich habe keine Lust, da alle 2 Sekunden abtanken zu müssen. Nicht? Das auch wegbringen zu müssen. Nächste Haltestelle. Mansfeld. Fährst gefühlt 10 Meter und hast einen vollen Mähdrescher mit 60.000 Litern. Oh. Hat doch was. Mhm. Boah, ist das eine Tour hier. Nix los am Bonnerwall. Nächste Haltestelle. Marktstraße. Oder Marktstraße und so. Nix los. Außer Fahrgäste, von denen gibt es genug. Und am besten können sie meckern. Ja, na, die hier sagen ja eigentlich so wie gar nichts. Schon mal ja, gut. Beim Einsteigen ja auch nicht. Wie gesagt, da gehören das kölsche Fahrgaststimmen hin. Nächste Haltestelle. Bonnerwall. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Ja, Bonnerwall. Ah, was sind das für unterirdische Preise für Bier? Dann bring's ins Lager. Der Herr. Ja, wobei, 2600 Bier. Aber da geht noch mehr. Da geht noch was! Ja, sicher. Ich hab schon für 3100 verkauft. Ja, Sischi, geht da noch was? Ja, Sischi! Oh, bremst ja doch nicht, du Vogel! Also, mein höchster Wert bei Bier ist 2800. Ja, bei mir nicht. Am Bonner Wall, am Bonner Wall, am Bonner Wall um Mitternacht. Weiß ich, wie sich Autofahrer in Köln fühlen. So, Aachener Straße, jede zweite Ampel rot. Hier auch, du gibst gerade Gas, kommst vom Fleck, blau, stehst, rot. Ende. Im Gelände. Mhm. Hallo, guten Tag. Hallo. Tag, hi. Jangens durch, damit die Lück auch Platz haben. Klub ich Platz.
Nächste Haltestelle. Knotwigplatz. Umsteigmöglichkeit zur Stadtbahn. Klo, Klo, Klobwischplatz. Ich muss auf Klo, mein Schatz. Klo, Klo, Klobwischplatz. Das ist ja dann deine Haltestelle, oder? Oh, da lief mal einer rum. Da lief einer. Ah, da lief. Ah, da lief Fußgänger. Und da ist noch einer. Wow. Fußgänger. Am Klobwischplatz, glaube ich. Ein Fußgänger mit PF? Ja, ein Fußgänger. So. Einmal hätte ich gerne Dünger, bitte. Danke. So, gucken wir mal. Okay. Ja, Bahn. Bahnhaltestelle, Klobigplatz, immer noch. Nächste Haltestelle. Tot. Nix. Severinskirche. Ja, ich glaube, da hat sich auch nicht viel verändert in den 2 Tagen. Nö. Wundert mich auch nicht. So, rüber zur Severinskirche. Hier soll ich jetzt rein? Nee. Okay, eine Wahl. Ich wollte gerade sagen, hier kommst du doch gar nicht rein. Ist doch so eng, da passt doch gar nichts durch. Wer weiß? Nee. Alpha E hat schon wieder einen Vollkont. Hat einen Vollkont. Boah. Der ist doch nur 4 Meter gefahren. Ja, reicht doch, oder nicht? Bier mit AG. Nächste Haltestelle. Rosenstraße. Rosenstraße. Und mal keine 80 Trillionen Kilometer Stau. War bestimmt ein Versehen. Wie viel bin ich denn zu früh? Ach, eine. Eine ist keine. Ah ja, wow, Alter, du blinkst nach rechts, als ob du rechts abbiegen dürftest, Trottel. Severinstraße. Nächste Haltestelle. Severinstraße. Umsteigmöglichkeit zur Stadtbahn.
Ja, Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Ja, da hast du ein paar Möglichkeiten. Ja, zu Linie 3, 4 und zu 17. Da kommt die nächste 132. Die hält da auch. Wo fährst du denn hin? Nach Mechernich? Ja, nicht nur bis Rohndorf. Rohndorf. So, jetzt kommt noch Weidmarkt, Heumarkt und dann ist finito. Und hier läuft wieder überall niemand rum. Dawn of the Dead in Köln. Nächste Haltestelle. Weidmarkt. Warum ist hier Einbahnstraße ausgeschildert? Das ist doch gar keine Einbahnstraße. Fahr doch hier gerade lang. Finde Fehler. Ja, da steht ja auch Sackgasse, aber als Bus, ich kann ja nicht rechts in die Weberstraße rein. Und hier steht dann Einbahnstraße, aber da steht Bild. Ah, Linienverkehr frei, okay. Ja, wollte ich gerade sagen, weil der Rest, der muss nämlich außen rum fahren. Aber da kannst du mit dem Bus nicht durch, in der Realität auch nicht. Das ist überhaupt nicht machbar. Weidmarkt! Oh, der Drescher muss wieder repariert werden. Oh. Ist das nervig? Glaube ich, ja. So, und jetzt gucken wir mal Heumarkt mal wegen falscher Verkehrsstelle. Heumarkt. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Also das heißt, die sind links vom Gleis Richtung Deutz gefahren. Ja. Das ist normalerweise die Spur für stadteinwärts. Beide Spuren. Mhm. Ja, ja, weil die sind ja durch die Bahngleise in der Mitte sind ja getrennt. Mhm. Staut es sich wieder am Heumarkt. Fahren wir hier auf der Spur. Ach nee, da staut es sich, weil die da alle irgendwie nicht klarkommen. Ja, ich würde mal sagen, hier am Heumarkt. So, jetzt sind wir hier am. Bring gerade die ersten 240.000 Liter Zuckerrohr weg. Oh ja, die fahren auf der. Die fahren links auf der Spur, wo der Verkehr eigentlich Richtung Stadt. Von Stadt auswärts nach Stadt einwärts reinkommt. Aber es gibt auch keinen Verkehr, der Stadt einwärts fährt. Die fahren beide auf beiden Seiten Stadt auswärts. Okay. So, in welches Silo kommt denn das jetzt? Zuckerrüben? Hat der Gerd völlig richtig beobachtet, diesen Fehler. Mhm. Zuckerrohr, da kommt es hin. Ja, viele sagen, diese Haltestelle hier am Heumarkt ist auch eine Kunst, so anzuhalten, dass die Fahrgäste einsteigen. Finde ich, boah, nee, das geht eigentlich ganz gut. In der Realität tun sich die Busse auch immer ein bisschen schwer. Wenn sie hier in der Kurve stehen, musst du einfach hier reinlaufen. Sie kommen ziemlich schwer an den Bordstein. Manche fahren dann noch hier ein Stück vor.
Aber der Heumarkt ist jetzt wirklich nicht gerade eine Umstiegshaltestelle, wenn man barrierefrei umsteigen möchte. Ich wollte gerade sagen, du Depp, du hast grün, fahr doch. Am Heumarkt stande Autos. Am Heumarkt steht der Bus. Ach, ist ja eigentlich am Hümarkt, ne? Ja. Da kräste fast der Motte. Da küsste Nimirus. Nächste Haltestelle. Breslauer Platz. Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Fern- und Regionalverkehr. Zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten, auszusteigen. Vielen Dank. Breslauer Platz, Hauptbahnhof. Und jetzt mit Vollgas durch der Tunnel. Der Tunnel. Ja. Durch der Tunnel, ja, ja. Ist klar. Rechts überholen, la 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 la. Mit Schwung in den Breslauer Platz. Arsch. Du hast da auf der Seite hast du doch gar nichts verloren. Du bist doch kein Bus, du Knallidiot. Fahr zu jetzt! Kann der jetzt hier nicht abladen? Hier sind zu viele Taxis. Der Bahnhof ist so leer. Weißt du, auch hier am Breslauer Platz, keine anderen Linien. Hier fahren auch noch viele andere Linien. Du siehst hier gar nichts. Es sind also auch keine anderen, keine KI-Linien, andere irgendwie eingesetzt worden. Weil hier, hier ist schon ein bisschen mehr los. Ja, da steht die 132. Was ist denn mit den anderen Linien, die hier noch so halten? Die auch ihr Schildchen bekommen? Ja, guck da. Ja, RVK, Linie 250 nach Solingen, Linie 260 nach Wermelskirchen bzw. Remscheid.
Oder hier. Kann man kaum lesen. Ah, nur Bussteig E, okay. Naja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt sind wir auch die Tour mal zurückgefahren, lieber Patrick. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.